Schaut mal, dieser Bruder stellt die Frage, wichtig für uns. Eine Person hat 12, 13 Jahre, von mir aus 15 Jahre, im Dalal gelebt. Er ist nicht der Rechtleitung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt. Daraufhin hat er gemerkt, dass er falsch gelebt hat. Hat bereut bei Allah subhanahu wa ta'ala, aber seine Hoffnung ist sehr gering, dass Allah azza wa jal ihm vergeben wird. Was können wir ihm sagen? Wir können ihm verschiedene frohe Botschaften machen. Allah azza wa jal sagt in Surat At-Tawbah, ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُ. Daraufhin hat Allah sie zur Reue gelenkt, damit sie auch bereuen. Wer hat ihn zur Reue gelenkt? Und wenn Allah jemanden zur Reue lenkt, dann nicht deswegen, weil er ihn bestrafen will, sondern weil er ihm vergeben will. Allah azza wa jalla sagt in Surat Az-Zumar, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقَنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Sprich, o meine Diener. Schaut mal, wie Allah sie nennt. Wir reden jetzt über die schlimmsten Sünder. Wie nennt Allah sie? Sprich, o meine Diener. Allah sagt nicht, sprich, o mein Abschaum. O ihr, die ich euch hasse für eure Sünden, sprich, o meine Diener, die ihr maßlos wart bei den Sünden. Ihr habt so viel an Sünden gemacht, bis sie die Wolken erreicht haben. Verzweifelt nicht an die Barmherzigkeit Allahs. Allah vergibt die Sünden allesamt. Solange du lebst, wird Allah dir vergeben. Und selbst wenn du Schirk gemacht hast, die schlimmste Sünde, die, wenn du gestorben bist mit Schirk, Allah sie dir nicht vergeben wird. Aber solange du lebst, wird Allah azza wa jalla dir alles vergeben. Deswegen sollte diese Person wissen, er sollte eine gute Hoffnung auf die Barmherzigkeit Allahs haben, subhanahu wa ta'ala, denn es ist verboten, verboten in unserer Religion, dass man diese Hoffnung verliert auf die Barmherzigkeit Allahs. Wenn ich euch jetzt sage, liebe Geschwister, wird Allah uns jede Sünde vergeben in der Dunya, solange wir leben? Ich meine mit Reue. Ja, natürlich. Eine Frage. Wer erklärt mir dann, wie kommt es, dass die Leute, die diese Sache ganz genau kennen und wissen, dass Allah bereit ist, alles zu vergeben und zu verzeihen, wie kommt es, dass diese Leute, wenn sie wirklich in so einer Situation sind, alles liegen lassen, alles hinschmeißen und sagen, Allah wird mir sowieso nicht vergeben? Genau dieselben Leute. Wenn man einen schwachen Iman hat, dann bricht dein ganzes Haus zusammen. Jetzt seid ihr euch sicher, ihr strotzt vor Iman und sagt, natürlich, Allah wird mir alles vergeben. Aber wenn man in so einen Sündentrott, möge Allah uns davor bewahren, hereinkommt, wird man dann immer noch so denken. Und das ist die Gefahr. Deswegen muss man immer sein Iman erneuern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Sahaba radiallahu anhu, jaddidu imanakum, erneuert euren Iman. Wie können wir unseren Iman erneuern? Wer sagt mir das? Heißt das, wir gehen zur Autowäsche und lassen uns einmal richtig durchwaschen und dann haben wir einen neuen Iman? Bitteschön. Nein? Richtig, dass man die Shahada wiederholt. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Damit erneuerst du dein Iman. Bi idhnillahi s-sami'il ali.